Die Presse ist aktuell voll von schlechten Nachrichten in Bezug auf den Wiener Immobilienmarkt. Viele Kunden sind verunsichert und wissen nicht so richtig, die Lage einzuschätzen. Deshalb möchten wir euch heute helfen, einen kleinen Einblick geben in die aktuelle Marktsituation und einen Ausblick für die Zukunft versuchen. Seit dem Krieg in der Ukraine haben sich viele Parameter am Immobilienmarkt verändert. Die steigenden Konsumpreise wie Gas, Strom und Lebensmittel haben zu einer hohen Inflation geführt. Das probate Mittel war die Erhöhung der Zinsen, die wir alle in den letzten Monaten mitverfolgen konnten. Dies erhöht selbstverständlich den Druck auf die Käufer, denn die Finanzierung einer Immobilie ist heute ein deutlich schwierigeres Unterfangen, als es noch Ende letzten Jahres der Fall war. Hinzu kamen die Regulierungen im österreichischen Immobilienmarkt, die seit dem 1. August in Kraft getreten sind. Höhere Eigenkapitalquoten, stärkere Bindung an das Einkommen und natürlich am Ende die gestiegenen Zinsen. Dies hat einen Einfluss auf die Nachfrage. Wir sehen heute eine deutlich geringere Nachfrage. Allerdings kann ich hier die Sorge nehmen, denn diese Nachfrage gab es auch schon vor 10 Jahren nicht, als die Zinsen auf einem ähnlich hohen Niveau waren. Was heißt das? Wir haben viele qualitative Käufer, die Interesse daran haben und auch die Möglichkeit, die finanzielle Möglichkeit haben, eine Immobilie zu erwerben. Das bedeutet, eine geringere Nachfrage bedeutet nicht gleich den Einbruch der Nachfrage oder den Zerfall des Immobilienmarktes. Jetzt stellen sich viele von euch die Frage, ja, aber was passiert mit den Preisen? Mit Sicherheit werden wir im Schnitt nicht mehr die steigenden Preise sehen, wie wir das in den letzten Jahren hatten. Das ist unter den aktuellen Parametern, nicht nur den Finanzierungsparametern, sondern auch den wirtschaftlichen Parametern, gar nicht möglich. Das bedeutet, der Blick auf die Mikrolage wird viel, viel wichtiger. In welcher Lage, in welchem Bezirk, in welcher Straße liegt meine Wohnung oder mein Haus? Das sind Fragen, die jetzt relevant sind. Habt ihr eine Immobilie, die stark sanierungsbedürftig ist und wollt ihr sie verkaufen? Dann bedarf es Beratung, vor allem für den Käufer. Denn Käufer sind heute deutlich preissensibler, als sie das wahrscheinlich noch vor 3, 6 oder 12 Monaten waren. Das heißt, sie schauen genauer hin, was kaufe ich dort und was muss ich tun, um diese Immobilie in einen Zustand zu versetzen, dass ich sie beziehen kann. Das heißt, für dich als Immobilieneigentümer, du musst genauer hinschauen, wo liegt deine Immobilie, welche Qualität hat deine Immobilie, und dann stellt sich die Frage, wer ist der richtige Käuferkreis? Wir sehen also in der Zusammenfassung keine fallenden Preise. Wir haben auch keine platzende Immobilienblase, denn dafür sind die Kredite hier in Österreich viel zu gut abgesichert, die Eigenkapitalquoten zu hoch. Und im Übrigen, wenn man sich den Markt, die Preisentwicklung mal auf die letzten 100 Jahre anschaut, eine gesunde Entwicklung. Jetzt stellt sich für jeden die Frage, wie gehe ich damit um? Für den Eigentümer ist es jetzt wichtig, wie bereits erwähnt, genau hinzuschauen. Hier bedarf es einer Beratung und intensiver Überlegung, wie man den Verkauf richtig anstellt. Für den Käufer ähnlich. Welches Objekt kaufe ich? Bin ich bereit, eine Sanierung mitzumachen? Wir wissen alle, wie schwierig es heute ist, Handwerker zu bekommen und solch ein Objekt, solch eine Wohnung oder ein Haus zu sanieren. Das kann sich aber auch lohnen in bestimmten Lagen. Also, was bedeutet das auch für den Käufer? Genauer hinschauen, als man das vielleicht noch vor 1, 2 oder 3 Jahren getan hat. Ich möchte hier aber allen die Angst nehmen, dass dieser Immobilienmarkt nun in einer großen Blase platzen wird, die Preise 30, 40, 50% fallen werden. Wir werden in einigen Lagen leicht fallende Preise sehen, nämlich genau dort, wo es in den letzten Jahren massive Übertreibungen gegeben hat. Und genau das ist wichtig, die Lage richtig einschätzen. Wir werden aber auch Lagen sehen, in denen eventuell die Preise sogar leicht steigen werden, weil sie in den letzten Jahren doch unterbewertet war und heute eine Aufwertung erfährt durch verschiedene Faktoren. Das sind zum Beispiel die Entwicklung öffentlicher Gebäude wie Schulen oder Universitäten. Das sind Magneten, die Menschen anzieht, oder beispielsweise neue öffentliche Verkehrsmittel, die neue Anbindungen ermöglichen und damit eine Lage attraktiver machen. Das bedeutet, wir befinden uns in einer Pattsituation, in einem kerngesunden Markt, in dem wir im Durchschnitt mit Sicherheit keine massiv steigenden Preise mehr sehen werden, in dem wir aber eine gesunde Nachfrage, ein gesundes Angebot haben. Nur jeder einzelne von uns muss nun genauer hinschauen. Und damit glauben wir,
dass wir auch in der Zukunft, in den nächsten Jahren, eine Situation haben, in der sich die Preise eher parallel entwickeln, anstatt so dramatisch zu steigen wie in den letzten Jahren. Jetzt stellen viele die Frage, ja, was passiert denn die nächsten Monate? Muss ich jetzt schnell verkaufen, weil in den nächsten Monaten die Preise massiv fallen werden? Ich glaube, die Preisfrage habe ich beantwortet. Was wird in den nächsten Monaten passieren? Ein kurzer Blick in die Zukunft ist möglich, aber nicht langfristig bei den jetzigen externen Parametern. Der Krieg in der Ukraine, die Ölkrise, die Gaskrise, die Energiekrise beeinflusst uns alle. Wir wissen alle noch nicht, was im Winter kommt. Von Corona wollen wir gar nicht sprechen. Nimmt man aber diese Parameter, ist es schwer, aktuell positive Signale zu finden für die nächsten Monate, die ein Immobilienmarkt ähnlich wie vielleicht vor vielen Jahren wieder beflügeln könnte. Somit müssen wir davon ausgehen, dass auch die nächsten Monate, wenn nicht sogar bis in das nächste Jahr hinein, der Immobilienmarkt sich wie aktuell gestalten wird und wir hier keine massiven Preissteigerungen, aber eben auch keine Blase, die Platz sehen wird, sondern eine gesunde Bewegung mit einer guten Nachfrage und einem guten Angebot. Ich denke, das ist die richtige Einschätzung. Die kann sich aber schlagartig wieder ändern, denn wir leben in Zeiten, in denen kurze, schnelle Einflüsse die Märkte verändern. Das bedeutet für jeden von uns, wir müssen wachsam sein, viel lesen, uns genau anschauen, was bewegt die Märkte, und dann können wir gut einschätzen, ob es der richtige Zeitpunkt ist, zu verkaufen oder zu kaufen. Und natürlich ist guter Rat gefragt. Also setzen Sie sich mit Menschen zusammen, die Erfahrung mit Immobilien haben, die wissen, wie man seine Immobilie richtig platziert oder wie man eine Immobilie richtig kauft. Ich hoffe, der Markteinblick hat euch etwas geholfen, den aktuellen Wohnimmobilienmarkt in Wien besser einzuschätzen. Wir sind in keiner einfachen Situation, nicht nur in Bezug auf den Wohnimmobilienmarkt, und daher mit vielen Veränderungen konfrontiert. Und ich hoffe, dass ich mit meiner kurzen Übersicht hier etwas helfen konnte. Solltet ihr Fragen oder Anmerkungen haben, meldet euch gern. Kontaktdaten findet ihr bei uns auf der Website oder einfach unten einen kurzen Kommentar abgeben. Wir melden uns gerne zurück. Vielen Dank und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.